Genau, dementsprechend ist LernOS keine Software. Das ist eher eine Art zu denken. Das könnt ihr euch vorstellen, so wie Agile, also agiles Denken, agiles Mindset. Sozusagen einfach die Idee, in einer digital vernetzten Wissensgesellschaft muss ich auf allen Ebenen der Organisation, vom einzelnen Mitarbeiter bis zur ganzen Organisation, eben dieses Thema Wissen und Lernen mit in meine Gestaltung reindenken. Na, wenn das interessiert, das wäre jetzt eher so eine LernOS in a Nutshell-Präsentation. Na, ihr könnt die Webpräsentation mal durchschauen, da ist das so ein bisschen erklärt. Eins zeige ich noch, neben diesem LernOS-Kern gibt es eben die LernOS-Toolbox. Das sind quasi Methoden und Tools, die sich im Umgang mit Wissen bewährt haben, na, wo wir jetzt eben auch anfangen, die sozusagen in einzelnen Leitfäden zu beschreiben. Gestern waren vielleicht der eine oder andere in dieser Quick-Start-Session mit dem Karl zusammen, die den Sketchnoting-Guide gemacht haben. Also wie kann ich Wissen visualisieren? Wir haben Leitfäden, wie kann ich Wissen bewahren, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, diese Expert-Debriefings. Wie kann ich Wissen über Podcasting transportieren, Community-Management. Mit Karl-Heinz bin ich schon eine Weile dran. Das lag jetzt eine Weile auf Eis, einen Leitfaden zu machen. Wie mache ich Barcamps? Also das ist so diese Toolbox, die wird auch kontinuierlich erweitert. Also da kommen ständig neue Leitfäden quasi dazu. Ja, mal da wieder zurück. Na, das ist auch hier unten, also da auf der Webseite lernos.org findet ihr quasi diese Leitfadensektion. Da wird mal die drei Leitfäden, die ich gerade erwähnt habe, aus dem Kern, also für dich, für Teams, für Organisationen. Und hier drunter dann verlinkt die Leitfäden aus der Toolbox. Es gibt auch nochmal so einen Link, Übersicht von Ansprechpartnern, weil ganz viele Leitfäden in der Mache sind. Das Link dann auf die Community-Plattform rüber, wo ihr alle Leitfäden seht, die gerade in Aktion im Entstehen sind. Also mit Continental und Stefan sind wir zum Beispiel dran, das Thema E-Portfolio und Content Curation zu machen. Es gibt was zu User Experience. Also da wird ein sehr, sehr großer Katalog einfach von Leitfäden entstehen. Was ich jetzt heute machen möchte, ist mal mit euch in diesen LernOS für Organisationen Leitfaden reinschauen. Die Grundlogik dieser Leitfäden ist eigentlich immer gleich. Es gibt so ein Grundlagenkapitel, wo man sozusagen mal aufspannt, was gehört denn zu dem jeweiligen Thema dazu. Und dann gibt es so ein Lernpfadkapitel, wo man mit der Denke einen Lernsprint, ein Lernsprint sind immer 3 Monate, ein Quartal, in bestimmten Schritten quasi plant, irgendwas zu tun. Also zum Beispiel in 3 Monaten das Podcasting lernen oder in 3 Monaten Getting Things Done lernen, um sich selbst zu organisieren oder in 3 Monaten Sketchnoting lernen. Ja, das ist so die Grundlogik in dem Leitfaden. Der LernOS für Organisation Leitfaden tickt ein bisschen anders, weil der eher auf so einer Organisationsentwicklungsebene ansetzt. Und das ist auch das, wo ich heute gern mal Feedback von euch haben wollen würde, weil wir versucht haben, mal so zusammenzutragen, diesem ganzen, ich sage nicht Kakophonie, sondern eher Diskurs rund um Organisation sind alle Silos, schlimmer Taylorismus, Bürokratie, wir brauchen alle New Work, wir brauchen Leader statt Manager. Also so mal zusammenzutragen, worum geht es denn da eigentlich jetzt für das nächste Jahrhundert? Also was sind denn jetzt die Stellschrauben, die wir anpacken müssen? Wo können wir vielleicht auch in der Sprache, ich habe jetzt das Schild nicht hier stehen, wir haben so ein No-Bullshit-Area, also wo können wir mal versuchen, wirklich diese ganzen Fachbegriffe rauszunehmen und zu sagen, was wollen wir denn da eigentlich, was für eine Art von Organisation wollen wir entwickeln in Zukunft? Und da würde ich jetzt mal so ein bisschen einsteigen. Weiß nicht, könnt ihr das gut lesen oder ist das, also den Text müsst ihr nicht lesen, ich gehe jetzt hauptsächlich dann auf die Grafiken ein, aber kann man das gut sehen? Micha sagt gut, okay, super. Claudia auch, okay. Genau, also das fängt quasi in den Grundlagen mal an. Was ist denn eigentlich ein zeitgemäßes Verständnis von Organisationen? Weiß nicht, ob euch das auch so geht. Wenn man in so New Work-Veranstaltungen, Wissensmanagement-Veranstaltungen, Digital Workplace-Veranstaltungen geht, man hat immer erstmal eine ganze Weile damit zu tun, diese ganzen Begrifflichkeiten zu sortieren und rauszufinden, was meint eigentlich jemand, wenn er jetzt sagt, the future of work oder new work oder. Ja, und deswegen haben wir versucht, da mal so ein bisschen Klarheit erstmal in die Begrifflichkeiten zu bringen. Und wir gucken auch immer, dass wir nicht selber was erfinden, also dass wir uns nicht hinsetzen und sagen, wir kleben jetzt 3 Post-its und das ist dann ein tolles neues Modell, sondern wir schauen, wo gibt es sozusagen abgesichertes Wissen, bewährte Modelle aus der Forschung, aus der Praxis, die wir verwenden können. Ja, und da verwenden wir im Prinzip erstmal den Organisationsbegriff von dem Niklas Luhmann.
weiß nicht, wer so ein bisschen in der Working-Out-Loud-Szene ist, hat vielleicht gesehen, dass da jetzt auch so Leute auftauchen wie die Judith Muster zum Beispiel von der Uni Potsdam oder der Stefan Kühl. Also so Organisationssoziologie, systemische Sicht auf Organisationen, wo man sagt, man sieht eben Organisationen nicht mehr als triviale Maschinen, sondern eher als komplexe adaptive Systeme, als soziotechnische Systeme, wo sozusagen ein Teil des Systems die Technik ist, ein Teil die soziale Struktur. Und was der Niklas Luhmann gesagt hat, ist, es gibt eigentlich drei Dinge, die eine Organisation ausmachen. Das eine ist der Zweck. Also eine Organisation hat immer die Möglichkeit, sich selbst einen Zweck zu geben. Das ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Eine Organisation hat die Möglichkeit, über Mitgliedschaft zu entscheiden. Also das heißt, wer ist in der Organisation drin und wer ist draußen? Das heißt dann, wenn ich in einem Wirtschaftsbereich bin, ist das Einstellung und Entlassung zum Beispiel. Oder in einer Partei, die in der Regel ein Verein ist, der Vereinsmitglied eintritt und der Vereinsaustritt oder Ausschluss. Und dann der viel verhasste Begriff Hierarchien. Also das heißt, innerhalb der Organisation bilden sich nach verschiedenen Kriterien hierarchische Strukturen raus. Das, sag mal, so ganz banal können das Monohierarchien sein, so Organigramm. Aber es gibt eigentlich heute keine Organisation mehr, die monohierarchisch organisiert ist. Also in den letzten 20 Jahren kam eigentlich überall sowas wie Prozessstrukturen, Matrixstrukturen, Projektstrukturen, weil ich Sachen nur einmalig mache. Aber das sind alles hierarchische Beziehungen, wo ich immer sagen kann, da habe ich eine Stelle, die ist Vorgesetzter von einer anderen, oder ich habe jemanden, der ist Prozessmanager oder Prozessverantwortlicher, andere arbeiten mit in dem Prozess. Das ist sozusagen hier der Hierarchiebegriff. Und was auch wichtig ist, da haben wir mal von dem Stefan Kühl reingenommen, sozusagen, die Organisation tendiert ja immer dazu, sowas wie Organigramm oder Prozessbeschreibung zu sehen, als so ist es bei uns. Ne, Stefan Kühl hat es mal schön als die Schauseite und die Hinterbühne der Organisation bezeichnet. Also das heißt, in so einer Organisation habe ich immer etwas, wo sie sagt, so ist es. Und wenn ich in der Organisation mal drin bin, stelle ich fest, da gibt es viel Politik, da gibt es viel ungeschriebene Gesetze, also viele Dinge, wo ich dann im Laufe der Zeit lerne, was so die informellen Regeln sind oder eben die informale Seite der Organisation. Na, und in den Leitfäden versuchen wir dann immer, die Fachbegriffe hier zu verlinken, nur so ein bisschen nach dem Prinzip. Also das heißt, ein Konzept auf, erklären das kurz und wer dann das richtig tief einsteigen will, der findet da eben kuratierte Quellen sozusagen, wo ich dann da tiefer rein kann. Na, dann haben wir im Grundlagenkapitel noch von dem John Cotter, weiß ich, wer den kennt, so aus dem Change Management, die 8 Schritte des Wandels, ne, so ein Klassiker dort. Und der hat dann ein neues Buch geschrieben, das heißt Accelerate, ist auch hier verlinkt, gibt es auch ein sehr schönes Video auf YouTube. Und da spricht er quasi von dem sogenannten Dual Operating System. Er sagt, damit eine Organisation sich durch Bürokratisierung nicht die Lernfähigkeit nimmt, muss ich eine Balance hinbekommen zwischen zwei Formen der Organisation. Und in dem Paper und dem Buch stellt er das ganz einfach dar mit diesen zwei Seiten Hierarchie und Netzwerk. Also ich brauche beide Seiten. Ich brauche, damit ich eine stabile Struktur habe, brauche ich diese Hierarchien in monohierarchischer Ausprägung oder eben multihierarchisch. Ich brauche aber, damit ich Flexibilität habe, auch diese Netzwerkstrukturen. Na, und was ganz wichtig ist, das ist im Buch ein bisschen kleingedruckt, ne, diese Freiwilligen hier links, also diese gelben, roten Männchen, die engagieren sich im Netzwerk, das sind die gleichen Personen. Also das ist nicht, ich habe das altehrwürdige DAX-Unternehmen mit seinem Sitz in Stadt XY und dann habe ich 50 Leute, die machen den hippen Incubator in Berlin, sondern es sind die gleichen Personen. Das sind dann eher so Modelle wie die 20%-Zeit von Google oder 10%-Zeit von 3M, wo ich sage, 4 Tage die Woche arbeite ich irgendwie in der Linie, arbeite ich in der Prozessstruktur, Freitag habe ich zur freien Verfügung und kann mein Wollziel verfolgen, meinetwegen. Also das ist dieses Dual Operating System. Gehen wir mal da noch ein bisschen weiter runter. Na, das ist so eigentlich grundlegend. Der Paradigmenwechsel, wenn man so will, in der Sicht. Es ist ja von dem Taylorismus ausgehend, ne? Da heißt ja eigentlich Scientific Management. Taylor ist lang genug tot. Das Buch, wenn ihr das mal lesen wollt, ist frei verfügbar, also ist gemeinfrei. Ne? Das, was eigentlich so in den
in den ja, späten 70er, frühe 80er Jahre anfängt, ist so ein Paradigmenwechsel in der Sicht auf Organisationen von so einer Maschinensicht. Ja, also der Taylorismus bringt eine Sicht eigentlich rein, die den Menschen ausklammert, hin zu einer Sicht Organisation als Organismus. Das war uns wichtig, das nochmal hervorzuheben, ja, wo ich eben in so einer tayloristischen Sicht sage, ich teile die Arbeit in kleine Bestandteile, sodass ich da jeden schnell einarbeiten kann. Was ja auch zu Zeiten von Ford Anfang des 20. Jahrhunderts gut funktioniert hat. So frühe Varianten der Massenproduktion und so, da ging das sehr gut. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo es eben hauptsächlich um Wissen und Kreativität und Ideen geht. Diese ganze Maschinengeschichte, wenn man mal sowas nimmt wie Apple zum Beispiel, da gibt es viele Firmen, die können die iPhones bauen, aber es kommt halt darauf an, dass ich der bin, der die iPhones sich ausdenkt und sie entwickelt und gestaltet. Und das ist eben was anderes. Da habe ich auf einmal, da kommt es auf die Erfahrung der Menschen an, da kommt es auf die Kreativität an, da kommt es auf Umfelder an, die ich schaffe, damit die ihre Kreativität ausleben können. Und die ganze Maschinenseite ist eigentlich, wie man neudeutsch sagt, Commodity. Also Büros kann ich mieten, Notebooks kann ich kaufen, Maschinen kann ich kaufen. Das ist alles kein Wettbewerbsvorteil mehr. Und das ist quasi in dem Teil des Kapitels drin. Und was da eben, wenn sozusagen Menschen mehr in den Blick kommen, dann fängt man auch an, über Werte und Kultur zu sprechen. Das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte, weil meist in den, so in den letzten Jahren, in Foren, wo ich war, ist zwar viel über Kultur gesprochen worden, aber es gab ein relativ dünnes Verständnis, was meinen wir eigentlich damit? Manchmal hat man dann so eine Liste von Werten da stehen. Manchmal wird sowas gesagt wie, naja, das ist halt die Art und Weise, wie wir arbeiten. Aber eigentlich gibt es da gar nicht so richtig allgemeingültige Definitionen, auch oft in einer Organisation nicht. Und da haben wir dann quasi mal die Sicht von dem Edgar Schein, also wer das kennt, Organisationskultur nach Edgar Schein reingebracht. Das ist eigentlich so ein Kästchen-und-Pfeile-Modell, was aber oft, also wo ich das erste Mal gesehen habe, mit so einer Teichrose quasi visualisiert wird, wo man sagt, man hat hier unten in den ganz unten diese Wurzeln der Teichrose, das sind so die zugrunde liegenden Überzeugungen und Prinzipien. Wenn ich von oben in das Wasser schaue, dann kann ich die gar nicht sehen, weil die sind verschwommen, beziehungsweise nicht mal verschwommen, die sind im Boden, die kann ich nicht mal theoretisch sehen. Dann in dem Bereich, wo ich schon verschwommen sehe, die Stiele, das sind so die Einstellungen und Werte, die kann ich vielleicht benennen. Da sagt mir jemand, mir ist Offenheit wichtig oder ich bin eher der Command-and-Control-Typ. Und das, was man dann eigentlich an der Oberfläche erst sieht, die Blätter, wie der Schein das benannt hat, das sind so die Verhalten und die Artefakte. Also da wird dann sichtbar, wie handelt eine Führungskraft oder was für eine Art von Intranet habe ich? Kann ich die News, die da ist, kommentieren oder nicht? Und die Frage, ob ich als Mitarbeiter auf die Startseite posten kann oder ob ich die News vom Vorstand kommentieren kann, das wäre quasi in Scheins Logik ein Artefakt, was mich darauf rückschließen lässt, was für eine Einstellung und was für eine Grundüberzeugung des Unternehmens von Mitarbeitern. Also das ist mal so ein bisschen grundlegend Organisationstheorie. Bevor ich jetzt weitergehe, würde ich einfach kurz mal das Mikrofon öffnen, ob da jemand schon irgendwo drüber gestolpert ist, wo ihr sagt, da fehlt was oder das ist komisch oder das passt nicht oder da habe ich noch einen Tipp an Inhalt oder habe ich noch eine Frage. Also wer mag, einfach kurz die Hand heben und dann Kamera und Mikrofon ein. Sonst würde ich zu dem Teil Veränderung dann übergehen. Ja, der Friedhelm. Ja, hallo. Ich nehme etwas wahr, gerade im Bereich von Verwaltungen in Unternehmen, dass dort durch IT-gestützte Prozesse eine immer höhere Optimierung stattfindet und Mitarbeiter immer mehr sozusagen zu Sklaven der Prozesse und der IT werden. Mhm. Und ich frage mich, ob da jetzt nicht mehr in der Produktion, sondern in den Verwaltungsbereichen nicht so der Taylorismus fröhliche im Prinzip wieder neu aufkommt. Ja, also es ist in der Lernungs-Community ist der Carsten Ames, und der zitiert immer ein Buch, ich glaube, das ist von Rushkoff. Und zwar ist da der Slogan drin, Program or be programmed. Also da geht es quasi darum, entweder haben wir die Fähigkeit, die technischen Systeme zu gestalten, die unsere Realität hinterher materialisiert, oder wir werden quasi von den Systemen gestaltet. Das klingt erstmal ein bisschen philosophisch, aber
Wenn ich jetzt mir zum Beispiel so ein Amazon-Lagerhaus anschaue, da hat kein Mitarbeiter, der im Lager arbeitet, mehr einen Chef, der ein Mensch ist. Sondern der Chef ist eine Maschine und die Maschine entscheidet, wo der Lagerist hingeht und welches Päckchen er packt. Das gleiche bei DHL-Lieferdienst oder so. Na, und das ist ein Punkt, wo wir halt glauben, dass es wichtig ist, als eine Volkswirtschaft, als das Land der Dichter und Denker, die wir ja mal waren und bleiben wollen vielleicht, ne, dass wir sozusagen eher auf der B-Program-Seite sind, also eher auf dieser Seite, wo wir Gestaltungsmacht haben, als dass wir quasi ein Erfüllungsgehilfe der Technik werden. Und das ist was, was mir tatsächlich auch ein bisschen Sorge macht, weil an ganz vielen Stellen, man spricht dann so von Generation Z und was die alle können. Im Kern, wenn man da mal reinschaut, sind da ganz viele Leute dabei, die einfach nur auf Apps rumwischen, sage ich mal in Anführungszeichen, und gar nicht mehr verstehen, was hinter den Apps liegt und wer die Apps gebaut hat und wie die Apps mein eigenes Leben beeinflussen, also wo ich da Kontrolle verliere. Also die Beobachtung teile ich total und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns da bewusst werden, dass wir nicht Spielball der Technik und der in Technik gegossenen Prozesse werden, sondern eben die Gestaltungshoheit. Und das ist auch nicht nur in Verwaltung, sondern das ist in Unternehmen gleichermaßen so und im Privatleben auch. Ja, also wir sind, wenn man anfängt oder als ein Beispiel aus dem Privatleben, die Newsversorgung, ne, wir werden programmiert dadurch, mit was für einem Algorithmus uns Google Suchergebnisse zeigt oder uns Facebook unser Newsfeed anzeigt. Ja, und wenn ich da kein Bewusstsein dafür habe, dass ich da vielleicht bestimmte Teile des Internets ausgeblendet bekomme oder die Videos, die mir YouTube anbietet, danach bestimmt sind, dass ich möglichst lange Werbevideos mir angucke, dann kriegen wir da, glaube ich, gesellschaftlich ein Problem. Ja, ganz wichtiger Hinweis. Okay, dann springe ich mal eins weiter. Veränderung von Organisation. Das ist ja auch so ein Dauerbrenner, Change. Ne? Da gibt es ja ganz viele Begriffe, Change und Change Management und Transformation und Revolution und Disruption und wie sie alle heißen. Ähnlich wie in anderen Bereichen, oft mit relativ dünner Theoriebasis unten drunter. Jetzt bin ich kein großer Theoretiker, aber an vielen Stellen sage ich, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Und deswegen haben wir versucht, da auch so ein bisschen Material dahinter zu bringen. Zum einen mal was so eher aus der Praxis kommt, ich weiß nicht, wer das kennt, die gleiche Formel für Veränderung. Um mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wann ändert sich denn eigentlich was? Wir sagen ja oft, da gibt es dann diese Bilder, wer will Veränderung, alle heben die Hand, wer will sich ändern, alle Hände gehen runter. Und da muss man so ein bisschen gucken, wo habe ich denn Stellhebel und wo kann ich schauen, wie konfiguriere ich jetzt so ein Change-Programm, damit es in der Praxis wirklich wirkt. Und da finde ich diese gleiche Formel von dem Gleicher sehr gut, die kommt auch schon aus den 60er Jahren, also ist eigentlich uralt. Die ist, Moment, ich packe mal den Link in den Chat, weiß nicht, ob man die Grafik da jetzt sieht. Chat. Da, Douglas Rushkoff. Danke, Rüdiger, für den Buchtipp. Sehr gut. Also die Formel heißt C ist D mal V. Also Change ist gleich, Change passiert dann, wenn das Produkt aus D mal V mal C größer ist als R. Und D steht für die Dissatisfaction, also womit bin ich unzufrieden. V steht für die Vision, also was ist meine Vorstellung von der Zukunft, wie die Zukunft sein könnte. Und C ist sozusagen eine Idee von ganz konkreten Schritten, wie komme ich von dem Heute in die Zukunft. Jetzt kann man sagen, wenn ich mit irgendwas nicht so wirklich unzufrieden bin, dann passiert schon mal keine Veränderung, ne? Weil jeder Faktor in dem Produkt, der null ist oder sehr klein ist, führt dazu, dass eine mittelgroße Resistance, das ist die rechte Seite, nach dem Größer sozusagen den Change schon verhindert. Ja, also ich mache mal so einen Punkt, irgendwie, keine Ahnung, vor Corona, da waren halt alle irgendwie, haben gesagt, ja, ist ganz wichtig, mobile Arbeit und Heimarbeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber so unzufrieden, dass wir nicht trotzdem irgendwie jeden Tag auf die Arbeit gefahren sind, waren wir nicht. Ja, und mit Corona war dann auf einmal da ein Treiber von extern da, der uns dazu gebracht hat, dass wir es jetzt machen müssen. Ja, genauso der Aspekt Vision. Also habe ich denn eine Idee, wo ich eigentlich hin will? Ja, habe ich irgendwas, was über dieses, die Welt muss besser werden, was ja jeder kolportiert, irgendwas, wo ich sage, das ist jetzt ein Leitbild meiner Organisation, da wollen wir hin. Ein Produktspektrum, ein Markt, wo wir sind, eine Art, wie wir arbeiten wollen. Ne? Und dieser hintere Teil, quasi Vision mal Concrete Steps, wenn ich eine Vision habe und überhaupt keine Idee, wie ich da hinkomme, dann ist vielleicht die Vision auch eher eine Utopie, weil sie völlig unrealistisch ist.
Ne? Also da brauche ich irgendwie so eine Idee von so low-hanging fruits, wo ich sage, okay, wir wollen da hin, aber das sind wir vielleicht erst in 10 Jahren. Aber im nächsten Jahr schaffen wir diesen Schritt. Ne? Dann wäre dieser Faktor Concrete Steps groß. Ne? Und dann hat man auf der rechten Seite die Resistance, also den Widerstand. Ne? Und da ist natürlich all sowas drin wie, das hat ja noch nie funktioniert, haben wir schon mal ausprobiert, haben wir schon immer so gemacht. Nur weil die Startups das so machen, müssen wir das nicht so machen. Ne? Und das ist einfach so ein Arbeitsmaterial, das seht ihr schon an der Art der Grafik, wo ich quasi in Vor-Corona-Zeit an einem Whiteboard und mit Post-its quasi mal erarbeiten kann, was wollen wir eigentlich genau ändern, womit sind wir unzufrieden, wo sehen wir uns in 5 Jahren, was könnten konkrete Schritte sein, um dahin zu gehen und wo sehen wir Widerstände und mit welchen Stakeholder-Gruppen in der Organisation müssen wir uns da auseinandersetzen. Na, und das haben wir dann mal versucht, also es wird ja oft von Top-Down-Change, Bottom-Up-Change und ja, eigentlich von den zwei gesprochen. Die haben wir natürlich auch aufgegriffen. Also wir haben zum einen mal gesagt, Top-Down-Change, das ist ja so typisch, wo Kotter eigentlich herkommt mit diesem 8-Stufen-Prozess zur Veränderung, den ganz viele Organisationen heute auch noch in ihren Folien haben und teilweise sagen, ja, mit seinem neuen Buch, auch nicht mehr ganz neu, 2014, da bleibt er ja bei den 8 Stufen. Ne? Da ist wichtig zu sehen, dass er jetzt ganz klar sagt, dieser Change, der läuft eigentlich nicht mehr linear. Ich kann das nicht mehr in diesem Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 bis 18, ne? Sondern er ist übergegangen zu einem Modell mit 5 Prinzipien. Also es reichen mir nicht mehr wenige Change Agents, sondern ich brauche viel. Ich muss mehr an diesem Wollen anknüpfen als an dem Müssen. Ne? Das ist eben schon auch das Abwenden von Top-Down. Ich muss die Emotion reinbringen, also Kopf und Herz statt nur Kopf. Ne, denkt an Corona, ne, so dieses, kriegt die Leute nicht mit Fakten gefangen allein, sondern spielt ganz viel Emotion eine Rolle. Das ist in der Organisation auch so. Ne, ich brauche mehr diesen Leadership-Aspekt, nicht mehr nur Verwaltung und Management und eben das Dual Operating System als Prinzip. Ne, und dann sagt er, gibt es jetzt eben diese 8 Beschleuniger. Wenn ihr die mal neben diese 8 Schritte legt, dann gibt es da ganz viel Ähnlichkeiten, aber er sagt eben, ich kann die nicht mehr in so eine klare Sequenz bringen. Ich habe einen iterativen Prozess vor mir. Also den haben wir reingenommen. Dann Bottom-up. Ich weiß nicht, wer die, was ich so von den Kluges, ne? Alex und Sabine haben jetzt gerade dieses Graswurzelbuch geschrieben, ne? Wo so Beispiele wie die Gern-Per-Du-Bewegung oder Working Out Loud oder sowas drin ist, ne? Wo man sieht, da kommt auf einmal Bewegung von unten nach oben. Mit all den Problemen, ne? Das hat es erstmal, fühlt sich gut an, wir können selber was machen. Dann ist die Frage, darf ich da überhaupt mitmachen? Erlaubt mir das mein Chef? Habe ich da Zeit dafür? Die Bewegung wird sichtbar, die Immunkräfte der Organisation greifen an. Da haben wir einfach mal das Blumer-Modell, das ist auch schon alt, von 69, von sozialen Bewegungen reingenommen. Ne, wo man, was weiß ich, angefangen bei Gleichberechtigung, Frauenwahlbewegung, Schwarze, Gleichberechtigung von Schwarzen. Ne, da gibt es viel Forschung dazu, wie solche solche Bottom-up-Movements eigentlich entstehen, ne, wo man sagt, die tauchen irgendwann auf, die formieren sich, die wachsen zusammen. Die sind immer, wenn ihr an die Grünen denkt, ne, so bleibe ich Rebell oder mache ich den Gang durch die Institutionen, also habe ich so ein Bürokratisierungsthema. So Working Out Loud bei Bosch, ist das jetzt offiziell Teil vom HR-Portfolio oder nicht? Und dann kommt so der Scheideweg, habe ich Erfolg, scheitere ich, werde ich absorbiert, werde ich Mainstream, ne? Alle, die gesagt haben, offenes Teilen von Wissen ist scheiße, sagen jetzt natürlich müssen wir das machen, das ist ja der einzige Weg, wie es geht. Ne? Und im schlimmsten Fall dann auch der Rückgang, also die Bewegung verschwindet wieder, ne? Sowas wie Fridays for Future, auf einmal kommt Corona, ne? Da sieht man irgendwie, das taucht dann wieder ab und taucht vielleicht später wieder auf. Also das wäre das, dass man sich damit mal ein bisschen beschäftigt. Und was wir noch eingebracht haben, das ist wahrscheinlich recht unbekannt. Ich bin immer kein großer Fan von so Schwarz-Weiß-Malerei. Das gibt aus der Ende der 80er Jahre, aus dem Wissensmanagement, gibt es von dem Nonaka und Takeuchi, gibt es das sogenannte Middle-Up-Down-Ansatz. Ja, und die haben gesagt, wenn ich Veränderungen in der Organisation haben will, ist es eben nicht nur Bottom-Up oder Top-Down, sondern ich brauche Leute aus der Mitte, die die große Vision des Top-Managements verstehen und daran anknüpfen können, gleichzeitig aber auch die Sorgen und Nöte der Front.
Ja, also die auch wissen, was sind so die Probleme der Mitarbeiter, wo müssen wir schnell Schmerzen lindern. Ja, und dann quasi aus der Mitte raus sozusagen so rausspiralisieren, ne, und sagen, wir packen jetzt das mal an, das knüpft so an die große Idee des Top-Managements an, das hilft den Mitarbeitern so und im nächsten Schritt gehen wir dann durch die nächste Spirale. Also es ist wie so eine Unendlichkeitsschleife, die sich da dreht. Ja, und was ich, bleiben wir bei den Kluges, ne, mit dem Graswurzelbuch, der Podcast dazu heißt Kluges aus der Mitte. Ne, und die Geschichten, die da beschrieben sind, da sind ganz viele Leute, die so Führungsverantwortung für ein paar Leute haben, so ein bisschen Schulterklappen in der Organisation aufhaben. Also das ist nicht so reines Graswurzel, sondern es sind an vielen Stellen schon Leute, die eben genau aus diesen Mittelpositionen kommen, die man oft mit Lehmschicht bezeichnet, aber die eben da eine ganz wichtige Rolle spielen können. Also das mal so, schau ein bisschen auf die Zeit, dass wir auch zu dem Lernorganisationsansatz noch kommen. Quasi so kurz der Überblick, was da zum Thema Change steht. Vielleicht auch da kurz die Runde geöffnet für Anmerkungen dazu. Ja, Hans-Georg? Ja, bezogen auf den Modellen, die ihr so drin habt. Also ich nehme mal an, dass du da ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebst. Ja. Trotzdem hat da ja irgendwie Auswahl stattgefunden. Bloß für mich zum Verstehen, also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel sage, boah, hey, so dieses Top-Down-Thema, da wird für mich jetzt irgendwie sowas wie ein ADGAR-Modell zum Beispiel riesig Sinn machen. Wäre das was, wo du sagst, boah, ja, das stimmt, sowas würde jetzt hier nur reinpassen oder aus einem bestimmten Grund deinem Verständnis von dem Lern-OS eben, dass es nicht reingehört? Nur um einmal konkreten Beispiel des Lern-OS mal nochmal zu verstehen. Genau, also das ist quasi immer verstanden als ein Angebot. Ne? Deswegen auch hier oben, also bei allen Leitfäden findet man oben den Link auf GitHub, wo man alle Quellen findet, also wo man die Leitfäden in Markdown, in HTML, in E-Book, in Word findet. Ne? Und wenn ich sage, ist für mich alles Unfug, ich schmeiße das weg und schreibe es neu, gut, dann ist es wahrscheinlich kein Lern-OS-Leitfaden mehr, sondern was ganz anderes. Na, aber wenn man sagt, da fehlt aber was ganz Wichtiges, was bei uns in der Organisation eine große Rolle spielt, kann ich das quasi ergänzen. Okay. Na, so ist die Idee, weil wir halt nicht an so einen One-Size-Fits-All-Ansatz glauben, dass einer mal was aufschreibt und das passt für alle, ne, sondern es soll eher so darum gehen, mal so eine grobe Stoßrichtung vorzugeben, ne, dass man so sagt, sich vielleicht fürs nächste Jahrhundert unter dem Leitstern Lernorganisation zu versammeln, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Und die dann eher in so eine Agile-Richtung gehen, die haben dann halt vielleicht viel Agile-Manifest oder Bossa oder Less-Framework, ne, und andere gehen halt in eine andere Richtung. Aber das ist absolut so gedacht, dass da jeder quasi seinen Weg, sein Flavor mit einbringen kann. Okay, gut. Sei bedankt. Ja, Pivi hat noch die Hand gehoben. Genau, wir hatten ja gestern mit der Nele Graf zusammen wieder eine Session zum Thema Lernen in der Transformation versus im Change-Prozess. Und ich glaube schon, dass es in diesem Kontext lernende Organisation schon wichtig wäre, nochmal auch dieses Thema Transformationsprozess und Change-Prozess gegenüberzustellen. Also also in welchem Kontext da Lernen auch wichtig ist. Also zumindest das so nebeneinander nochmal zu stellen. Wie habt ihr das abgegrenzt? Also was für euch der Unterschied zwischen Transformation und Change? Nee, beim klassischen Change, wenn du jetzt auch beim Kotter bleibst in der Kurve, weißt du hinten raus, und so wird Change heute auch noch gelebt in vielen Organisationen, hast du hier vorne eine Planung, du weißt, wo du hingehst, du definierst Meilensteine und du hast auch in der Regel den Punkt, ab dem du kommunizierst und ab dem das Lernen anfängt. In der Transformation ziehen wir das Lernen ja sehr stark nach vorne, weil die Transformation ja oft sehr abhängig ist auch von dem Lernen. Also Lernen passiert zu einem anderen Moment und damit ist das Verhalten der lernenden Organisation auch bei Weitem nicht mehr so reaktiv wie im Change. Und deswegen fände ich es wichtig, da zumindest mal drauf einzugehen, dass es ein anderer Moment ist. Und also es wäre jetzt... Ja. Wäre jetzt, wenn man bei Kotter bleibt, quasi alter und neuer Kotter. Also das, was du mit Change benennst, ist quasi Kotter von 96 und das, was du mit Transformation benennst, ist Kotter von 2014. Na, weil da genau drinnen steckt, dass das, was jetzt dauerhaft bleibt, der Wandel ist.
Ne? Das ist quasi Kotter 2.14. Und dieses, ich habe einen Ist-Zustand, ja, also ich habe einen Soll-Zustand, ich habe Change Agents, die die Organisation begleiten, von Ist zu Soll zu gehen, das ist Kotter 96. Also du hast hier mehr KPI, du hast da mehr OKR etc. Ja, und das ist also, und das hat schon einen, auch einen maßgeblichen Einfluss auf die Haltung einer lernenden Organisation. Also das ist schon so, und deswegen würde ich es mit reinnehmen. Ja, ja, guter Hinweis. Danke. Ich habe jetzt mal aus diesem Bereich Lernorganisation und ihre Feinde, picke ich mal eines nur raus, dass wir uns dann auch noch diesen Kultivierungsprozess anschauen. Wahrscheinlich kennen die meisten oder vielleicht kennen wenige dieses Double Loop Learning, zwei Schleifen des Lernens, Agiris und Schön, 1969. Sicher kennen alle, die von dem Titel dieser Session angezogen waren, die fünf Disziplinen von Senji. Wir haben uns als Leitmodell jetzt für den Leitfaden nicht für die fünf Disziplinen entschieden, weil sie nicht so richtig scharf Handlungsfelder in der Organisation rausstellen, sondern wir setzen auf den drei Bausteinen der Lernenorganisation nach Garvin auf und Edmondson, also das ist so, wo so Psychological Safety herkommt, das Eck. Und die sagen, es gibt drei Building Blocks, heißt es im Englischen, drei Hauptgestaltungsfelder. Das erste ist, im Englischen heißt Leadership that reinforces learning. Also ich muss quasi in der Organisation an der Entwicklung der Führung mitarbeiten, dass dort das Thema Wissen und Lernen als ein wichtiges für die Zukunft anerkannt wird. Also wenn von der DATEV eine Julia Bangert über den Hashtag Unlearn in Twitter und LinkedIn schreibt, dann sind das so Indikatoren dafür, dass das da verstanden ist. Oder wenn ihr von Microsoft, das hat ja Nadella Buch mal liest, wo über die Bedeutung von Lernen für die Zukunft von Microsoft gesprochen wird. Und damit habe ich halt klar einen so einen Handlungsstrang, Führungskräfteentwicklung, aber auch Self-Leadership, also quasi in Themen, thematische Führung, dass man sagt, Führung ist nicht mehr zwingend nur an Einzelpersonen gebunden. Also das ist so der erste Building Block. Zweiter Building Block heißt im Englischen bei Garvin Concrete Learning Processes. Das heißt, da geht es darum, formelle und informelle Lernprozesse als Handlungsfeld. Also zum einen mal zu etablieren in der Organisation die Sicht, dass es eben nicht nur um formelles Lernen geht. Es ist nicht so, ich arbeite und fünf Tage im Jahr bin ich in der Akademie der Firma, da lerne ich und dann komme ich wieder zum Arbeiten zurück. Sondern die Beispiele in dem Paper, das heißt, Is Yours a Learning Organization, ist auch verlinkt, da oben steht es im Leitfaden, gibt es auch ein schönes Video dazu. Geht es quasi darum, an allen Stellen der Prozesse, also überall, wo gehandelt wird, diese Lern- und Wissensbrille aufzusetzen. Ne? Und zum Beispiel eben auch Anknüpfung an so Sachen wie After-Action-Reviews, Prozessretrospektiven, Projektretrospektiven, PDCA-Zyklus, Deming-Zyklus, ne? Und da einfach auf das Lernen hervorzuheben. Und dritter Building-Block ist Environment, Supportive Learning Environment heißt es im Englischen, also eine unterstützende Lernumgebung. In dem Paper sehr stark auf durch Edmondson Psychological Safety geprägt, also Querdenkertum, kann ich Probleme ansprechen in der Organisation, wie ist die Lernkultur, fühle ich mich sicher mal Fragen zu stellen, Fehler zuzugeben, solche Dinge. Aber eben auch physische und virtuelle Lernumgebung. Also das heißt, da geht ein ganzer Handlungsstrang auf Coworking Spaces, mobile Büros, Kreativräume, Innovationsräume und im virtuelle Lernumgebung-Bereich eben sowas wie Social Intranets, Enterprise Social Networks, Wikis, Blogs, können die Mitarbeiter podcasten intern. Na, das ist so dieses. Und das ist halt aus unserer Sicht, gut, weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber aus unserer Sicht halt näher dran an dem, wo habe ich jetzt konkrete Ansatzpunkte mit einzelnen Fraktionen in der Organisation, gemeinsam Dinge voranzutreiben. Also zu sagen, so ein Thema wie Office 365 nehme ich mal, das könnte man jetzt halt als ein reines IT-Thema sehen. Ich könnte aber auch sagen, da entsteht sozusagen etwas, wo die Bedeutung des Intranets komplett reinterpretiert wird. Das heißt, da habe ich neben der IT auch die Kommunikation mit an Bord. Und gleichzeitig ist sowas wie Yammer und Teams und OneNotes sind sozusagen auch Tools, die ich fürs Lernen nutzen kann und habe dann da HR oder Personalentwicklung oder Corporate Learning im weitesten Sinne halt an Bord. No, und jetzt springe ich mal noch hier in diesen Kultivierungsbereich, weil da ist nämlich so ein bisschen die Idee, wie kriege ich das denn jetzt hin,
dass ich solche Gedanken in die Organisation bringe, weil auch da muss ich mich irgendwie von dem Silo lösen. Ne? Das ist ja was, ich habe es versucht gerade anzudeuten, was ja nicht eine IT alleine machen kann oder ein HR alleine machen kann. Ne? Das heißt, wenn ihr das mal durchgeht, dann werdet ihr feststellen, dass wir uns da viel geklaut haben von dem State of the Art, wie man agile Organisationen implementiert. Und zwar von dem Buch von dem Daniel Messick, Open Space Agility heißt das. Na, der quasi sagt, wenn ich Agilität in die Organisation bringen will, dann bringt es nichts, jetzt alle auf eine Scrum-Schulung zu schicken, sondern ich muss einladungsbasiert, Invitation-Based Leadership ist der Begriff, die Organisation einladen, sich mit dem Thema Agilität zu beschäftigen. Diese Einladung basiert quasi oder passiert dadurch, dass ich solche Open Spaces anbiete, im Open Space Agility eben für das Thema Agilität. Die finden im Abstand 3 bis 6 Monate statt. Das ist hier durch die grünen Kreise gekennzeichnet. Ne? Und dass ich sozusagen darüber unter Terminologie eine Army of Volunteers anziehe, also Leute anziehe, die sagen, dieser Nordstern, das ist aus dem Lean geklaut, Nordstern Lernende Organisation ist etwas, was wir unterstützen, was wir für wichtig halten. Und wir machen hier in diesem 3-Monatstakt, den wir in LernOS haben, Experimente. Dafür sind die Proceedings da. Da legt man nach einem Open Space fest, welche Experimente, womit probiere ich aus? Ne? Führe ich Working Out Loud ein? Führe ich Scrum ein? Muss ich mit Communities of Practice experimentieren? Experimente, um quasi mich in Richtung dieses Nordsterns zu bewegen. Und diese Guiding Coalition aus dem Kotter-Kontext, die hat quasi die Aufgabe, das zu organisieren und gleichzeitig diesen Middle-Up-Down-Ansatz im Blick zu behalten. Also zu sehen, was hat denn die oberste Leitung für Ziele, was ist Mission, Vision, Ziel, die formal kommuniziert ist, ne? Und welche, auch Kotter-Term, welche Big Chance, also welche große Chance ergibt sich daraus, das Thema Lernen zu verknüpfen mit etwas, was sexy ist fürs Top-Management. Ne, also wenn ich heute gerade jetzt in der aktuellen Zeit, Wirtschaftskrise, wie sehen die Absatzmärkte aus und so weiter, ums Eck kommen und sagen, ja, wir müssten mal ins Thema Lernen investieren, weiß nicht, wie euch das geht, ich habe da immer nicht so viel Resonanz, ne, aber wenn ich diese Brücke bauen kann und sagen kann, was hat es mit Internet der Dinge zu tun, was hat es mit unseren zukünftigen Geschäftsfeldern zu tun, was hat es mit Elektromobilität zu tun, dann tut man sich auf einmal viel leichter. Ja, und das ist die Idee, quasi in der Organisation so eine Learning Coalition des Lernens zu etablieren, die dann eben in dem 3-Monats-Takt genau daran arbeitet, diese Strukturen in die Organisation zu bringen. So, jetzt habe ich viel geredet und es ist auch schon 14:45 Uhr. Ich weiß nicht, ob ihr ein paar Minuten noch habt. Also für die, die sagen, sie gehen jetzt raus, weil sie wollen dann in die nächste Session. Gerne mir auch im Nachgang noch Fragen schicken und Feedback schicken. Für die, die sagen, wir bleiben noch einen Moment oder ich habe noch eine Frage oder eine Anmerkung, würde ich einfach die Teamsitzung noch einen Moment offen lassen und auch hier bleiben. Und dann können wir das noch besprechen. Aber wie gesagt, ich will euch nicht die Pause klauen. Der Hans-Georg, ja. Hans-Georg? Ja, jetzt, Moment. Ja. Mikro zu. Ich sage, ich bleibe noch ein paar Minuten da. Mir würde noch interessieren, wenn du mal in den Lernpfad noch reinklickst. Ja, im Lernpfad, der ist im Moment noch, deswegen ist es die Version 0.7 erst, der ist im Moment eine angepasste Variante von Open Space Agility. Also da geht es quasi darum, in dem ersten Sprint, auf der einen Seite mit so einem Canvas, der da drin ist, die eigene Organisation mit ihren Treibern, ne, so mit dieser Gleichheitsformula for Change zu verstehen. Dann den Nordstern Lernende Organisation zu finden, also zu sagen, was bedeutet denn Lernende Organisation für uns als Organisation? Auch da wieder die Hypothese, das ist für jede Organisation ein bisschen anders. Die Koalition des Lernens zu formieren, also zu sagen, mit welchen, wir haben jetzt hier mal reingeschrieben, mindestens 2 Mitstreitern aus anderen Fraktionen mache ich das dann gemeinsam. Also wenn ihr mal guckt, jetzt war gerade Startev DigiCamp, die haben so ein Infinity-Loop mit LernOS in der Mitte als Treiber. Ne? Das sind ganz verschiedene Fraktionen, Agile-Community, Personal, Chief Operating Officer, die sich da quasi in so einer Koalition finden. Und dann ist es eigentlich im ersten Loop quasi die Organisation dieses ersten Open Space Learnings,
ne, da dafür zu sorgen, dass der auf die Beine gestellt wird, Sponsoren zu finden, die Einladung auszusprechen. Da vielleicht der Buchtipp nochmal, Daniel Messick mit diesem Invitation-Based Leadership ist jetzt recht neu rausgekommen letztes Jahr, ne, wo er nochmal so darlegt, warum so ein Wandel, warum diese Freiwilligkeit und dieses Einladungsbasierte da extrem wichtig ist, um eben nachhaltig eine Bewegung zu verankern in der Organisation. Ne, und so geht es quasi weiter und da läuft dann der erste Open Space, ne, um das quasi so in einen Regelmodus zu bringen und da dann entlang dieser drei Handlungsfelder nach dem Garvin-Paper Stück für Stück sich Experimente zu suchen, mit denen man dann eben den Weg in Richtung lernende Organisation beschreitet. Das wird dann bis zur Version 1.0, also die wird nicht bis zum Ende des Jahres rauskommen, werden das überall, diese ganzen Katas werden alles so Zweiseiter, die das dann im Detail beschreiben und wo es dann auch so Vorlagen mit Agenda und Einladungs-E-Mails und so weiter gibt. Beantwortet es die Frage? Wunderbar, danke dir. Ihr könnt auch gerne, also die da sind, einfach das Mikro aufmachen. Wir müssen jetzt nicht über Hand heben gehen. Also ich finde es total cool und freue mich mega auf Stöbern bei euch. Ich habe ja eben meine Hand gehoben, als ich gesagt habe, ich bin hier irgendwie LernOS Neuling und kann mir da noch gar nichts drunter vorstellen. Aber das ist ja mega, was ihr teilt. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Regentag, wo ich mich da einfach mal echt rein vertiefen kann. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich springe da gerade nochmal auf die lernos.org, weil da unten gibt es so eine Sektion Videos, Podcasts, Blogs. Da sammeln wir so, wenn es irgendwo Vorträge gibt oder mal in einem Podcast mal war, quasi die ganzen Quellen. Also die sind da alle verlinkt. Ne? Wenn man jetzt mal so ein bisschen Überblick kriegen will, kann man da mal reingucken. Gibt es Buchkapitel, das ist so ein 15-Minuten-Podcast, dann gibt es so 5 Minuten alles über LernOS. Also da kann man sich mal so ein bisschen reinfummeln. Im November ist das Knowledge Camp, 19. 20. November. Da gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer rein in den LernOS für Organisationen. Also wenn das interessiert. Gut. Dann würde ich sagen, für Merci. Heute haben wir es. Danke euch fürs dabei sein. Vielen Dank. Und viel Spaß noch beim Vielen Dank, Simon. Das war ganz toll. Vielen Dank. Ja, gerne. Super. Danke. Danke. Ciao, ciao. 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 Ciao.